Und zum Abschluss der Sendung hören wir noch einmal Jens Sørensen. Jens, was für einen Titel wirst du singen? Ja, wir haben viele interessante Damen im Publikum, tolle interessante Damen hier bei uns. The Lady is a Tramp. Ja. Darf ich dich schon mal rüber bitten? Dann wollen wir die starken Frauen, die wir heute in der Sendung hatten, noch einmal besingen. Freuen Sie sich erneut auf Jens Sørensen. All right. She gets too hungry. She gets too hungry for dinner at 8. She loves the theater, but just runs in there late. Won't ever bother with some people she hates. That's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and elves. She won't go to Harlem dressed in ermine and pearls. She won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free, fresh, cool wind in her hair. Lives without care. She's broke, but it's oak. Hates California. It's cold and it's damp. And that's why the lady is a tramp. She gets too hungry for dinner at 8. She does the theater, but does runs in there late. Won't ever bother with some people she hates. That's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and elves. She won't go to Harlem dressed in ermine and pearls. She won't dish the dirt with the rest of those girls. This is why the lady is a tramp. She likes the free, fresh, knocked out, cuckoo, groovy wind in her hair. Lives without care. She's broke, but it's old. Hates California. It's cold and it's damp. And that's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a tramp. Herzlichen Dank. Vielen Dank an Jens Sørensen, aber wir bedanken uns auch, ja bitte, Applaus, natürlich. Und wir bedanken uns bei Sue Kramer. Und natürlich vielen Dank an Florian Ehlers. Und selbstverständlich Uschi Nerke. Wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Turnerinnen Rosi und Renate. Und natürlich auch bei Sönke Petersen und Rüd Gerloffs, die uns auch heute Abend nochmal erzählt haben, was in den letzten 3-6 Monaten so passiert ist. Vielen Dank.
Ja, und ein ganz besonderer Dank, der gilt natürlich Ihnen hier im Saal im Kulturzentrum Ofenadiek. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch. Und die gute Nachricht am Schluss, Rosenscholz kommt wieder im September 2010. Am 9. September ist es wieder soweit und ich lade Sie daheim herzlich ein. Kommen Sie doch mal hier ins Studio, seien Sie bei einer aufregenden Fernsehaufzeichnung dabei. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, sagen Sie es uns. Wir bedanken uns. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Manfred Scholz. Ja, und ich bedanke mich natürlich bei meinem Kollegen, ohne den es diese Sendung gar nicht gäbe, Oliver Rosenthal. Wir sehen uns hoffentlich im September. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao, tschüss und Schalömchen.